Hey, zusammen, im letzten Video habe ich euch gefragt, es ging ja darum, wie es eigentlich zu der Manganime-Show gekommen ist und der Tom-Ganime-Show, dass ich vorher immer schon so ein bisschen probiert habe, so Show-Elemente in Kategorien von mir einzustreuen. Und da gab es mal den Manganime-Talk mit 2 Folgen. Viele von euch wollten das sehen, deswegen gibt es hier nochmal einen Re-Upload davon. Ich wünsche euch viel Spaß mit der ersten Folge vom Manganime-Talk. Folge 2 kommt morgen. Hey ho, Otaku Family, hier ist wieder euer Kamehameha Krieger 72, kleiner Spaß, Tom Krass hier. Willkommen zu Manganime Talk Runde 1. Wird Zeit, denn ich habe einige Fragen in der Vergangenheit bekommen. Moment, werdet ihr sagen, mit kurzen Filmschnitten Fragen beantworten? Machen das nicht schon Apple War Pictures, Alexi Bexi, Inzucht 21, Moment. Oder Hey Al? Na und? Das ist ein allgemeines YouTube-Format, zumal habe ich sowas schon mal auf diesem Kanal gemacht. Nun gut, schickt mir die Fragen rein. Feedback. Lesen Sie Hentai? Nein. An was denkst du, wenn du Boku no Pico hörst? Senpai, you noticed me. Sorry, bro. Tut mir aber leid. Das tut mir gar nicht leid. Ich hab dich verarscht. Geister hin oder her. Ja! Wer bist du eigentlich? Hallihallo, liebe Zuseherschaft, und vielen Dank, dass du dieses Video hier angeklickt hast. Und damit willkommen. Und wer ist Tom Krass? Ich bin Tom Krass. Der ein oder andere von euch kennt mich vielleicht von dem anderen Kanal. Und zwar... Oh. Ihr seht ja, Werbung kommt hier nicht so gut. Deswegen verlinke ich euch den Kanal mal in die Infobox. Und damit ihr mich ein bisschen besser kennenlernt, kommt heute mal ein Vorstellungsvideo. Was mich echt total nervt, ist, wenn Leute mit Handys Videos machen, gute Qualität haben und dann so filmen. Statt so. Das regt mich echt auf. Dann als zweites, was so die Videos betrifft, und zwar, ich weiß nicht, scheinbar ich muss jedes Video, wenn es verfügbar ist, mindestens in HD sehen. Diese ganzen unscharfen Dinger. Ich muss jedes Video in der höchstmöglichen Auflösung sehen, das ist schon fast wie eine Krankheit. Aber fangen wir erstmal mit dem Grundlegenden an. Mein Lieblingsgericht ist Pizza. Ich liebe Animes, Comics, Videospiele, Filme und alles, was so sonst noch damit zu tun hat. Auch bin ich Cap-süchtig, wie es manchen Frauen mit Schuhen geht, so geht es mir eben mit Caps. Zu meinen Lieblings-YouTubern zählen Apple War Pictures, Miau, Borderline Nosterafu TV und Alberto. Und dann kommen wir mal zügig zur nächsten Frage. Und das war's eigentlich schon grundlegend über mich. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt in die Kommentare mit dem Anfang Tom Krass. Thank you.
etabliert im Nakano Broadway in den 80ern, war Mandarake der erste und erfolgreichste Einzelhändler für gebrauchte Manga in Japan, gewachsen durch den Wunsch, interessanten und günstigen Lesestoff zu bieten. Literarisch bedeutet Mandarake so viel wie eingedeckt mit Manga, ein passender Name für eine Firma, die Manga den Massen zugänglich macht. Der Besitzer Furukawa Masutsu behauptete, sein Geschäft würde die Welt übernehmen. Bisher hat Mandarake weitere Geschäfte in Los Angeles und in Italien eröffnet. Verkauft werden hauptsächlich gebrauchte Artikel wie CDs, Cosplays, Games, Anime, Manga, Jinji, Pencilboards, Artbooks und allerlei rare und nicht mehr zu bekommende Sachen. Insgesamt teilt sich Mandarake in den Nakano Store, Shibuya Store, Akihabara Komplex sowie die weiteren Filialen Ikebukuro, Utsunomiya, Sapporo, Nagoya, Umeda, Kokura, Fukuoka und Grand House Shinsaibashi auf. Jeder Store hat sich auf einen bestimmten Artikelschwerpunkt konzentriert und bietet oft Highlights an. Weltweit kann man online die Artikel aus den ganzen verschiedenen Mandarake-Shops erwerben, da man die Online-Seite auch auf Englisch umstellen kann. Ihr könnt oftmals zu Schnäppchenpreisen tolle Sachen abstauben und auch ich habe dort schon mehrfach bestellt. Die URL lautet mandarake.co.japan. Wichtig! Es können zusätzliche Zollkosten anfallen und ihr solltet keine Lolli- oder Shota-Artikel nach Deutschland liefern lassen, da ihr sonst einen Gesetzeskonflikt begeht. Insgesamt ist Mandarake aber eine tolle Möglichkeit, um original japanische Artikel günstig und in gutem Zustand zu bekommen. Doch wo kommt man hin, wenn was schief geht? Master? Master? Bist du hier? Sieht aus, als hätte sie ihren Laptop angelassen, bevor sie gegangen ist. Oh, was ist denn das? Oh. Sind das Kaito? Nee. Und Gakuko? Was tun sie da? Was ist mit ihren Hosen passiert? Len? Was sucht er denn jetzt? Oh mein Gott. Ein Dreier? Was zur Hölle ist das? Warum lässt Kaito Eiscreme von Gakupo? Einmal muss ich doch noch nachfragen. Du liest, wie du vorhin sagtest, keine Hentai, aber schaust du keine Anime-Hentai? Na, erwischt? Keiner da. So, was schauen wir denn Schönes? Ah, hier. Okay. Bevor das Video anfängt, möchte ich mich entschuldigen. Bla. Aha. Ja, ne? Ich dachte mir so, wir arbeiten ja mal zusammen. Und deswegen okay. Lass mal wie so zusammen Eis essen, um den Horizont so ein bisschen zu erweitern hier. Eiscreme. Vielen Dank. Bitte, bitte. Guten Appetit. Ach du. Scheiße. Erstaunlich. Wenn ihr wirklich mehr über mich wissen wollt, dann schaut auf meinem Zweitkanal Weekly Otakus vorbei oder seid beim nächsten Mal bei der zweiten Folge Manganime Talk auch wieder mit dabei und schreibt mir fleißig Kommentare und Fragen unter das Video. Ciao!